Es ist verblüffend, doch es funktioniert tatsächlich. Wir schwärzen per Hand eine Akte und legen sie auf den Scanner. In der Vergrößerung ist der Text deutlich zu lesen. Für Ermittler der Polizei ist genau dieser Vorgang, der eigentlich ihrem Schutz dienen sollte, zum Sicherheitsrisiko geworden. Durch die Veröffentlichung der Unterlagen sind Namen und dienstliche Funktionen von Polizeibeamten und von Richtern in sicherheitsempfindlichen dienstlichen Funktionen öffentlich bekannt geworden. Die öffentlich gemachten Personen fürchten um ihre und um die Sicherheit ihrer Familien. Zudem wurde auch die taktische Vorgehensweise der Polizei öffentlich bekannt. Patrick Breyer, Abgeordneter der Piraten und Experte für Datenschutz, hatte aus dem Innenministerium geheime Akten angefordert zum Thema Gefahrenabwehr. Laut Geheimschutzverordnung ist diese Weitergabe an Abgeordnete ausdrücklich erlaubt. Mitglieder des Landtages können von Verschlusssachen Kenntnisse erhalten, soweit es zur Erfüllung ihrer parlamentarischen Aufgaben erforderlich ist. Über die Verschlusssache ist Verschwiegenheit zu wahren. Sie dürfen nicht an Unbefugte weitergegeben werden. Die Akten nahmen ihren Weg, gingen von den betreffenden Polizeidirektionen über das Landespolizeiamt zum Innenministerium. Dort wurden die Namen geschwärzt, dann dem Abgeordneten online zugeschickt. Es sind ungefähr 139 Blatt Papier gewesen. Fast durchgängig finden sich auf den Dokumenten Schwärzungen. Und ein Teil der Dokumente war VS, nur für den Dienstgebrauch, eingestuft durch entsprechende Kenntlichmachung, jeweils auf der Seite 1 oben. Patrick Breyer äußert sich heute nicht, auch weil die Staatsanwaltschaft aktuell prüft, Ermittlungen aufzunehmen. Es ist ganz einfach so, dass Herr Dr. Breyer durch sein Verhalten Dinge geschaffen hat, die wir so nicht wollen, auch als Fraktion so nicht wollen. Und um das zu beruhigen und auch um sich selber zu schützen durch falsche Angaben, Aussagen, die ihm auch ausgelegt werden können, ist es so, dass er dann hier heute nicht erscheint. Der Innenminister hat den Betroffenen Schutz zugesichert und dass dieser Datenmissbrauch ein Einzelfall bleiben wird. Sein Ministerium wird auf jeden Fall überprüfen, ob es Unterlagen weiterhin auf elektronischem Wege weitergibt, damit Geschwärztes auch schwarz bleibt,